In der Geschichte unserer Stadt Ennepetal spielen viele Einzelpersonen eine wichtige Rolle. Wenn sie sich zurückziehen, verliert man sie oft aus den Augen. Und nach einiger Zeit fragt man sich, was macht eigentlich? Ja, mein Name ist Wilfried Hammelmann, bin 74 Jahre alt, bin in Iserlohn im Sauerland geboren, habe bei der AOK in Iserlohn meine Lehre absolviert, bin dann studieren gegangen, habe BWL studiert. Nach dem Studium bin ich zu DRK gegangen und bin seit 1979, von 1979 bis 1995 bei der DRK in Ennepetal Geschäftsführer gewesen. In der letzten Zeit der DRK-Beschäftigung habe ich die Geschäftsstellen der Südkreisstädte geleitet. Das heißt, Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal wurden gemeinsam von mir betreut. Im Rahmen meiner Tätigkeit bei der DRK habe ich natürlich viele Menschen kennengelernt und die Bedürfnisse der Menschen kennengelernt. Und bin dann für viele Bereiche sensibilisiert worden. Darunter gehört unter anderem auch der Bereich der Gesundheitsvorsorge, der Rehabilitation und der Menschenbetreuung bei Schwersterkrankungen. Dabei geholfen hat mir wirklich ein Netzwerk, was für den nordrhein-westfälischen Bereich besonders war. Die Ennepetaler Bevölkerung hat mich immer sehr stark intensiv begleitet. Dann habe ich August Born kennengelernt. Für die Ennepetaler Bürger ein sehr bekannter Mann, der sich um Ennepetal sehr verdient gemacht hat. Er hat mich in die EWG geworben und dann habe ich über Pressesprecher und Ausschussmitglied bin ich dann zum Vorsitzenden der EWG geworden, zum Fraktionsvorsitzenden der EWG und zusätzlich bin ich ehrenamtlicher Bürgermeister für 9 Jahre in Ennepetal gewesen und war hauptamtlicher Bürgermeisterkandidat der EWG. Im Rahmen meiner Tätigkeit bei der DRK habe ich versucht, in Ennepetal einige Dinge für die Menschen zu verbessern und bin dann auf die Idee gekommen, einen Gesundheitstag in das Leben zu rufen, der im Haus Ennepetal stattgefunden hat. Ich habe in der DRK mit Hilfe von Vera Zenker den Henry-Thaler-Verein mitgegründet und habe dann im Rahmen der Gründung des Henry-Thaler-Vereins das gemeinnützige Hallenfußballturnier ins Leben gerufen. Dieses gemeinnützige Hallenfußballturnier ist übergegangen in den Ennepetaler Familientag und ist zurzeit noch aktiv. Ausrichter ist zurzeit Evangelische Stiftung Lohr Nocken. Die Evangelische Stiftung Lohr Nocken und die DRK haben stets für die jungen Menschen in Ennepetal sehr viel unternommen. Insgesamt haben wir über das gemeinnützige Hallenfußballturnier und den Familientag über 250.000 Euro eingesammelt. Die Erstfinanzierung dieses Turniers hat auch bei der Bezahlung der Kosten für die Operation von Henry Thaler beigetragen. Ein besonderes Highlight in meinem Leben war die Mitorganisation der Coca-Cola-Trophy in Ennepetal, die wir über Jahre lang in einem Team mit Michael Eckert, Wilhelm Wiegenhagen, Michael Däumig und Peter Müller organisiert haben. Zu diesen Veranstaltungen sind teilweise über 15.000 Besucher nach Ennepetal gekommen. Im Rahmen dieses Radrennens wurden auch deutsche Tourenwagen von der Firma August Bildstein besorgt und die sind dann durch Ennepetal durchaus mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren. Auch konnten wir im Rahmen dieser Veranstaltung das erste Bungee-Jumping-Springen in Nordrhein-Westfalen organisieren. Das erste war in München und die zweite Veranstaltung von dieser Einrichtung, Bungee-Springen, wurde bei uns in Ennepetal gemacht. Den Tennisclub Grünwas Ennepetal habe ich durch meinen Freund Winfried Kupsch dann näher kennengelernt und er hat mich gebeten, ihm bei der Führung dieses Vereins zu helfen. Bin dann auch jahrelang
erster Vorsitzender geworden und habe die sportliche Leitung gehabt. Des Weiteren habe ich in der Halle die Bernsteinnächte durchgeführt. 3 Bernsteinnächte. Wir haben den Hallenboden ausgelegt, haben eine Bühne reingebaut und dann war ABBA, Revival, Queen Revival und Smoke Revival in Ennepetal teilweise mit Besuchern bis 5000 Menschen. Wenn man von einem einschneidenden Ergebnis, was mich immer noch sehr belastet oder beschäftigt, reden will, dann ist das die Musikszene Marktplatz. Wir haben auf dem Marktplatz Konzerte durchgeführt. Im Rahmen dieser Konzerte ist es zu Beschwerden gekommen, auch bei den Musikveranstaltungen im Rahmen der Coca-Cola-Trophy. Das ist dann vom Verwaltungsgericht in Arnsberg gelandet, weil wir als Organisatoren den Stadtdirektor Pallasch verklagen mussten. Geendet ist das, dass im Rahmen des Marktplatzes Veranstaltungen nur noch bis 10 Uhr durchgeführt werden durften. Für mich war das eigentlich eine skandalöse Sache, weil der Marktplatz ist da, um das Leben in der Stadt pulsieren zu lassen und nicht, dass um 10 Uhr die Bierstände abgeschlossen werden. Nachdem ich die Geschäftsstellen Gevelsberg und Schwelm geschlossen habe, strukturelle Änderungen, die die DRK für notwendig gehalten hat, hat man mich gefragt, ob ich mir ein weiteres berufliches Leben bei der DRK vorstellen könnte oder ob ich in Altersteilzeit gehen möchte. Und das habe ich mit meiner Familie besprochen und bin dann 1995 in die Altersteilzeit gegangen. Nach der Beendigung meiner Tätigkeit, oder besser gesagt, der Übergang in die Alterszeitzeit war eigentlich eine schwierige Lebenssituation. Ich fand mich in einem völlig neuen Rollenspiel wieder. Ich musste meine Familie näher kennenlernen, meine Kinder näher kennenlernen, weil die Aufgaben, die ich in Ennepetal bei der DRK erledigt habe und bei sonstigen Aufgaben, haben mich doch sehr belastet und war dafür viel Zeit notwendig, die ich aufgewendet habe. Dann hat mich meine Freundin Doris Kringel, die schwerst erkrankt ist, gebeten, ihr zu helfen, die Stiftung Loa Nocken zu leiten und ihr bei der Arbeit als Geschäftsfreund zur Hand zu gehen. Nachdem die Erkrankung noch schlimmer geworden ist, habe ich dann fast 3 Jahre die Stiftung Loa Nocken ehrenamtlich geführt. Ansonsten bin ich froh, dass ich mich jetzt mehr meiner Familie widmen kann, meinen Kindern widmen kann, meinen Urenkeln widmen kann, mit meiner Frau viel mehr Zeit verbringen kann. Von daher war meine Entscheidung, in die Altersteilzeit zu gehen, absolut richtig. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich durch die Ennepetaler Bevölkerung so aufgenommen worden bin. Und ich bin auch darüber sehr dankbar, dass sich viele Menschen in Ennepetal bereit erklärt haben, meinen Weg oder unseren Weg zu begleiten. Denn wenn wir über die Veranstaltungen heute sprechen, dann ist das eigentlich nur alles möglich gewesen, wenn man viele Helfer und Begleiter hat. Und in Ennepetal, das ist mir von vielen Auswärtigen bestätigt worden, ist diese Hilfe ausgesprochen gut gewesen. Ich würde mir wünschen, wenn wir in der Milzbe wieder mehr Aktivitäten hätten, begleitende Aktivitäten, damit in der Innenstadt auch ein klein wenig mehr Leben wieder entsteht. Dazu gehören kulturelle Veranstaltungen auf dem Marktplatz oder im Förderzöhnchen, dass wir die Menschen wieder nach Ennepetal holen und im Grunde genommen zeigen können, dass wir ein schönes Städtchen sind. Musik.